Wer hat das gemacht? Du. Du. Ich sag, ich will abnehmen. Und dann sagt sie, okay. Hä? Ich lass mal die Kamera laufen. Und dann sagt sie, okay. Und dann esse ich irgendwas nicht auf. Sagst du, willst du es nicht noch essen? Ich so, ich will abnehmen. Ach so. Ja. Und das, deswegen dieses Ergebnis. Hier bin ich hart. Wir hoffen, ihr habt unsere Story gerade gesehen. Die war nämlich richtig lustig. Ich fand's schon. Heute geht es um einen neuen Zuwachs. Ja. Besser gesagt, der steht schon längere Zeit hier bei uns in der Werkstatt. Eigentlich war es so das erste Möbelstück oder Werkstück. Ja. Ich glaube schon, ja. Mit, ja, fast, mit ne? der ersten. Ja, ich glaube, ja. Genau. Den haben wir von den Zimmer gesponsert. Beckmaschinenbau. Beckmaschinenbau gesponsert genau. bekommen. Und ich habe ihn mit wenig Rücksprache von Steffi bestellt oder zusammengestellt. Und ja, wir mussten gerade oder vor ein paar Wochen schon ne, feststellen, ja, ich hätte mir gerne dies und das gewünscht und dies und das. Ja. Was es genau ist, erklären wir euch in diesem Video. Aber letztendlich bin ich natürlich sehr zufrieden mit diesem tollen Hydrauliktisch, sagt man ja auch eigentlich, ne? Genau. Maximale Tragkraft 300 Kilo. Ja, da lässt sich beide drauf. Ja, lässt sich einiges drauf anstellen. Ja. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich neidisch auf diesen Tisch, weil meinen könnt ihr da hinten schon sehen, den habe ich mir mal vor, boah, weiß ich gar nicht, 5, 6 Jahren selber gebaut mit integrierter Kreissäge. Der Tisch kann eigentlich fast alles, bis auf Fräsen. Die Tischfräse fehlt heute noch. Kommt aber, ich bin gerade nur ein bisschen am Überlegen. Lege ich mir so einen Tisch zu und hole mir eine kleine Tischkreissäge, also keine Formatkreissäge, sondern was Kleines, so groß wie die GTS 10XC und stelle die dann dahin. Oder behalte ich diesen Tisch und pimp den noch mal ein bisschen? Du behältst den, pimpst den ein bisschen und ich behalte ja den. So, und warum, weshalb wir uns für diesen Tisch entschieden haben, das erzählst du jetzt uns. Genau, also entschieden hast du dich für diesen Tisch und hast mich ja damit überrascht. Okay. Ich kann natürlich wiedergeben, was mich jetzt überzeugen würde. Und zwar ist die unheimlich hohe Traglast, also 300 Kilo ist es bei dem Modell hier. Dann eine schöne Arbeitsplatte mit natürlich auch zum für Schraubstöcke festzwingen und so weiter. Schraubstöcke festzwingen? mit Zwingen zum Festschrauben. Genau. Einfach und mit mehreren Utensilien, die wir dabei haben. Und dann natürlich, dass es sehr, sehr einfach hydraulisch hoch und runter geht und sich dann dem Projekt anpassen kann. Ich kann mich dann toll hinsetzen oder eben auch hinstellen. Das Möbelstück, wir können es aus dem Kofferraum den Tisch schieben, das finde ich halt total, weil der mobil ist. Ne? Wir können es rausschieben, das Möbelstück, und dann hierher schieben und festmachen mit den Bremsen unten. Richtig, das wären jetzt meine Punkte, aber vielleicht hast du noch ein paar mehr. Nein, ich hast du alles aufgezählt. Also wir haben schöne große Rollen mit Feststellbremsen, zwei Stück. Wir haben hier einen Hub von maximaler Höhe von 1,10 Meter. Ah, ja. Und maximal, ich glaube, 400 mm. Ja, wir haben auch die Unterlagen mal ausgedruckt, damit wir auch keinen Quatsch erzählen. Genau, hier steht es ja. Bauhöhe des Hubtisches, 400 mm. Gewicht 150 Kilo. Wir haben hier eine schöne große Arbeitsplatte in Buche. 740 mm breit und 1,90 Meter lang. Genau. Und das Modell ist HS300 groß. Ja. So, ich muss gestehen, ich habe, was dir nicht so toll gefiel, ne? Ich wollte es gerade erwähnen, die schöne Arbeitsplatte, die war nämlich richtig schön hell. Ich liebe helles Holz. Und er hat sie geölt in einem orangenen Farbton. Ich weiß es. Es gibt kein oranges Öl. Okay. Also es war einfach ein Öl. Ich wollte ja einfach nochmal, die war ein bisschen rau, ne? Und das ist auch das Einzige, was ich jetzt an diesem Tisch feststellen konnte. Und habe sie dann leicht angeschliffen und nochmal geölt. Und das war's dann. Ne? Und das ist Steffi dann gleich aufgefallen. Und was hast du denn damit gemacht? Naja, ja. Ansonsten ist der Tisch, wenn man, guck mal hier, sehr, 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 sehr fest. Und das hast du mir vorhin erzählt, das wusste ich gar nicht. Dank der Vierkant,
Ja, Fikandrohre diese, extrem belastbar, wodurch dieses Bauart- und Hubtisch auch vielseitig einsetzbar ist. Mhm. Und dank der Doppelscheren, habe ich gerade abgelesen, aber das ist wirklich so, wir haben unten zwei Doppelscheren, ja, und dadurch ist das Ganze wirklich sehr, sehr stabil. Und es, du kannst es auf der Webseite beispielsweise zusammenstellen. Du nimmst diesen Hubtisch hier, HS 300 groß, und kannst dir dann die Arbeitsplatte dementsprechend aussuchen, ne? Genau. Und da gibt es unterschiedliche Arbeitsplatten. Arbeitsplatte Buche Multiplex haben wir jetzt mit einem 20er Lochsystem. Das heißt, du kannst dir bei Maschinenbau Beck solche Utensilien dazu kaufen. Die haben wir auch mit dazu bekommen. Ist ganz, ganz praktisch zum Schleifen, zum Arbeiten vom Holz beispielsweise. Du kannst dir aber auch eine Metallblech-Arbeitsplatte aufsetzen, mhm, wenn du jetzt schweißt. Es gibt auch unterschiedliche Tische. Und ja, ich ärgere mich jetzt ein bisschen, weil Steffi hat es nämlich gerade entdeckt. Es gibt auch eine. Eine Arbeitsplatte mit Schubladen gleich drin. Aber die hätte dann diese Löcher nicht, ne? Zum Festzwingen. Aber das kann man wahrscheinlich alles variieren. Also es gibt tolle Möglichkeiten, natürlich den Hydrauliktisch an sich obendrauf mit der Arbeitsplatte selbst zu individualisieren und sich anzupassen, ne? Ja. Wie es halt für einen am besten passt. Für die Richtig. Und dann gibt es halt hier auch nochmal, sehe ich gerade hier, eine Hobelbank-Arbeitsplatte. Mhm. Das heißt, du hast nochmal eine Vorderzange oder Seitenzange, mhm, also hast eine richtige Hobelbank. Und warum, weshalb ich mich für diesen Tisch entschieden habe, beziehungsweise für dieses Sponsoring. Also ich bin auf die Firma zugekommen, habe gefragt, ob sie nicht Lust hätten, uns ein bisschen zu unterstützen für unsere neue Werkstatt. Mhm. Und ich fand es halt ganz, ganz wichtig. Du hast anfangs eigentlich geträumt von so einer alten Hobelbank hier, ne? Ja, so eine alte Werkbank, ne? Genau. Und ich habe zu Steffi gesagt, wenn du da ein Möbelstück draufstellen willst und es bearbeiten willst, da wirst du auf langer Sicht Probleme mit dem Rücken bekommen. Und deswegen finde ich das eine richtig, richtig tolle Alternative. Also eigentlich perfekt dafür. Ne? Es fehlt jetzt, was jetzt fehlen würde, wäre nur noch ein elektrischer Antrieb. Ne? Gibt es ja auch. Da könntest du hoch und runter. Wobei der Fuß, die Fußpedale, also super, super einfach. Nicht mal irgendwie Muskelkraft anstrengend oder sowas. Also wirklich easy. Genau, und dafür habe ich mich, oder deswegen habe ich mich für dich oder für uns dafür entschieden, uns so einen Tisch zuzulegen, weil mir. Es, genau, dir, mir zuzulegen. Und ja, ich bin eigentlich neidisch, weil ich finde den, ich mag diese große Arbeitsfläche, das ist einfach total toll. Ja. Du wiederum sagst, ist vielleicht einen kleinen Ticken zu groß, aber ja, ich bin gespannt, wenn du drauf arbeitest. Und dann hast du vielleicht hier das Möbelstück stehen und da hast du Fläche zum Arbeiten. Ne? So. Ja, das stimmt. Also Platz kann man nie genug haben. Ne? Die Farbhütte. Genau. Jetzt pumpen wir mal eine Runde. Also ich finde es geil. Sorry, muss man. Und es geht auch wirklich easy, ne? Mhm. Auch das Absenken halt wirklich. Jetzt haben wir hier 1,10 Meter Höhe. Gut. Das Absenken machen wir gleich. Und wir haben jetzt hier eine Dicke von der Arbeitsplatte 30 mm, hatten wir noch gar nicht erwähnt gehabt. Soll ich ein bisschen tiefer machen? Oder ja, ist okay. Ist cool, wir sind Riesen, ne? Ja. Ja, und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Qualität zu sprechen. Also was mir jetzt aufgefallen ist, ist mit der Arbeitsplatte, dass die, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die geölt oder behandelt war, weil die war ein bisschen rau. Es kann auch sein, dass die nicht behandelt ist, dass der Kunde das dann letztendlich selber machen kann. Ansonsten bin ich mit der Qualität, ich bin sehr zufrieden. Also es wackelt nichts, es klappert nichts, hast du gerade schon gesagt. Ich würde sagen, klappert nichts, wackelt nichts und es ist also 1A Qualität. Man weiß gleich, wie man es zu bedienen hat. Es wirkt alles sehr hochwertig, muss ich sagen. Genau, es ist sehr einfach. Und nochmal ganz kurz zu erwähnen, die Anlieferung bzw. die Verpackung, es war wirklich astrein verpackt. Ne? Ja. Also wir hatten eine Einwegpalette, da stand dieser Tisch drauf, zusammengefahren. Und da war mit Pappe bedeckt, also war mit Folie eingewickelt. Es war wirklich sehr gut gesichert. Sehr gut gesichert, sehr gut verpackt. Ich kann euch allerdings, ich habe es alleine gemacht, das Ganze dann von der Einwegpalette befreit. Ich kann euch allerdings eine zweite Person empfehlen, weil ihr müsst den Tisch ein bisschen hochheben, damit er dann runter, also der ist wirklich gesichert, dass er nicht wegrollen kann. Und dann ist er mir weggerollt, weil es hier so leicht runter geht. Und da könnte ich euch eine zweite Person empfehlen. Ansonsten ist es wirklich perfekt verpackt. Ne? Ja. Kann ich euch nur weiterempfehlen. Und wie gesagt, ich kann euch auch einfach nur die Webseite mal empfehlen. Schaut mal unten nach. Die werden wir euch verlinken. Die haben wirklich sehr, sehr viele interessante Produkte. Unter anderem auch
Schraubstöcke, Metallteile, die du dir anbringen kannst. Vakuumpumpen sehe ich gerade hier. Es gibt Tische, die kannst du so richtig neigen. Ne? Es ist was für die Industrie, es ist was für das Gewerbe, also oder auch für den Privatmann. Ne? Davon wirst du lange was haben, wenn du dir so einen Werkgang zulegst. Und es gibt auch, dem ist das hier nicht reicht, 1,90 Meter, gibt es auch ein bisschen kleiner. Es gibt nochmal welche mit Ausziehtische. Oh, wow. Haben wir vorhin auch gesehen. Okay. Also für jeden etwas dabei. Ne? Mhm. Und ja, ich freue mich, dir diesen tollen Tisch zu übergeben. Vielen Dank, ja. Und hoffe, dass du gute Dienste drauf leistest. Also du, wenn du hier dran arbeitest. Mhm. Alles klar. Mit meinem Mümmel. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Video. Und wenn ihr Bock auf neue Werkstatt-Einrichtungsvideos habt, dann schaut euch unbedingt hier an, wie ich die Schiebetür gebaut habe. Oder hier in der Ecke gibt es auch ganz viel zu tun. Die Videos werde ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Sagt tschüss. Sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Steffilein. Hauptsache die Haribo-Dose liegt da hinten. Dicke hier. Jetzt können wir weiter. Ist alles in deinem Bauch drin. Jetzt können wir weiter essen. In deinem Bauch. Guck mal, du kannst ihn hier so drauf ablegen. Ich kann die richtige Höhe einstellen. Ja, wer hat das gemacht? Du. Du. Ich sag, ich will abnehmen. Und dann sagt sie, okay. Hä? Ich lasse mal die Kamera laufen. Und dann sagt sie, okay. Und dann esse ich irgendwas nicht auf. Sagst du, willst du es nicht noch essen? Ich so, ich will abnehmen. Ach so. Ja. Und das, deswegen dieses Ergebnis. Wenn ich hart das Essen auch koche, dann muss man es ja auch essen. Komm. So. Was fangen wir jetzt als erstes an hier, projektmäßig? Ich möchte gerne, ach so, der Werkzeugschrank. Achtung. Der kleine vom Flohmarkt. Und der tolle, das würde mir noch mehr am Herzen liegen, der Schallplattenschrank. Abonnieren. Check, check.